Wir können uns mal Kuchen-TV-Video reinziehen. ABK wird von Manuelsen bedroht wegen Kritik. Gehen wir rein, gucken wir mal, was der hier erzählt Beleidigung. hat. Endlich gibt es mal einen Beef, wo ich nicht mit drinnen stecke. Das ändern wir jetzt natürlich. Noch Es geht nicht, um lustig. ABK versus Manuelsen. Und zwar eskaliert das Ganze momentan so ein bisschen. ABK wurde bedroht, er wird tausendfach angerufen und das alles nur, um ihn irgendwie mundtot zu machen. Aber vorher ganz kurz am Anfang, weil hier kann ich es endlich einbauen, ein Meme von Manuelsen, wo er bei einem Interview dachte, dass Schreibung, er Dankeschön. gemeint war. Ja, wer mir gegenüber sitzt, muss ich, glaube ich, gar nicht erklären. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Toxic, schön, dass du co-moderierst mit mir heute Abend. Es ist mir eine Ehre. Ach, ich feier das. Aber warum streiten die beiden überhaupt? Naja. Toxic, schön, dass du co-moderierst mit mir heute Abend. Es ist mir eine Ehre. Ach, ich feier das. Aber warum streiten die beiden überhaupt? Naja, ABK hat in einem Video einen Joke gebracht und zwar diesen hier. Eine WLAN-Katzentoilette geholt, die sich automatisch reinigt und man muss da jetzt keinen Afrikaner bezahlen, der vor der Toilette wartet oder sonst was. Ich sitze gerade hier im Studio und ich komme nicht klar. Ein Schwarzer, der macht seinen Mund nicht auf, wenn ein anderer Schwarzer beleidigt. Der Typ, der da gezeigt worden ist, ist übrigens Telsen. Das ist ein Rapper, Schwarzer der sich auch sehr viel gegen Rassismus einsetzt, vor allem gegen Afrikaner. An sich dafür auf jeden Fall erstmal Respekt, das Ganze finde ich sehr nice. Allerdings über. Weißt du, ich sag euch ehrlich, bis zu diesem Punkt, man hätte die Sache so leicht klären können. Wisst ihr, wo es jetzt ekelhaft wird? Dass einfach. Also, ich muss eine Sache noch dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es von Manuelsen so ist, so, aber. Dass ABK angerufen wird von irgendwelchen Menschen, Digga. Und dass er bedroht wird und so, das ist, Bruder. Fühle ich gar nicht, Bruder. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen, Bruder. Fühle ich gar nicht. Man muss diesen Humor nicht teilen, Bruder. Man kann sagen, ey, guck mal, ich find's nicht lustig so. Das ist jedem seine Meinung. Aber den finde ich nicht cool. Sage ich euch ganz ehrlich, ja. Das ist ehrlich so, keine Ahnung. Übertreibt er manchmal so ein bisschen. Er hatte nämlich auch mal einen Beef mit Arvirano wegen diesem Spruch hier. Das ist ein offensichtlicher Comedy-Sketch, in dem Ellie gesagt hat, sie will ein weißes iPhone und die schwarzen iPhones sind teuer. Ich sag, ich vermisse die Zeit, wo die schwarzen im Angebot waren. Sie fragt dann: Meinst du bei den alten iPhones damals? iPhone. Für die, die Arvirano nicht kennen, der macht Videos, die wirklich sehr, sehr viel schwarzen Humor bieten, auch alle Themen komplett durch. Hier einfach mal ein Beispiel. So, wir spielen gerade eine Partie Schach und ich denke, es ist klar, dass ich sie schlagen werde. Du hast bisher jede Runde verloren. So sieht's aus. What can I say except you're welcome? Bring jetzt keinen dummen Joke, der wieder für einen Skandal sorgt, Tipp. Lass es einfach ganz ruhig. Wir machen einfach weiter. Auf jeden Fall hat dieser Spruch Telsen nicht so gut gefallen, weswegen er dann etliche Instagram-Stories gegen ihn gemacht hat. Da schauen wir einfach mal ganz kurz rein. Ich verstehe nicht, warum ausgerechnet, ne, jetzt so oft in letzter Zeit von der südländischen Community, die unsere Brüder sind im Glauben, ne, warum immer so dumme, rassistische Sprüche kommen, ja? Guck mal, Leute wie du sind der Grund, warum viele Schwarze, die nicht muslimisch sind, ein falsches Bild vom Islam haben, weil die denken sich, Alter, die akzeptieren uns doch sowieso nicht. Generell finde ich es schon mal ein bisschen weird zu sagen, warum macht ihr Südländer Witze darüber, weil jeder Mensch steht ja für sich alleine. Er Das spiegelt ist jetzt ja es, nicht Bruder. seine komplette Herkunft wider oder Das hat nichts mit Muslime zu tun, Bruder, ja? jede Person, die den gleichen kulturellen Hintergrund hat. Daher finde ich das schon ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Solche Witze haben ja auch gar nichts damit zu tun, ob man Leute jetzt akzeptiert oder nicht. ABK hat wahrscheinlich Telsen auch deswegen damit reingenommen, weil der bei solchen Themen manchmal. Will da jetzt aber auch gar nicht weiter auf das alte Thema eingehen. Telsen und Avirano haben danach in dem Podcast wirklich super sachlich und vernünftig miteinander gesprochen. Also auch Telsen hat seine Punkte wirklich sehr gut rübergebracht. Das Thema ist geklärt, nur dass ihr so ein bisschen die Vorgeschichte kennt. Manuelsen und sein Kollege haben auf jeden Fall auf das Video reagiert und das Ganze nicht wirklich positiv. Es muss doch nicht ein Afrikaner sein, der vor der Tür steht, wo du dein Geld bezahlen musst. Es kann auch ein Araber sein, es kann ein Chinese sein, es kann ein Deutscher sein oder sonst irgendetwas. Du greifst hier damit ein ganzes Volk an. Das ist nicht übertrieben, das ist nicht übertrieben, das ist nicht übertrieben. Guck mal, manche Leute, die YouTube machen und Content machen, sollen sich mal 10-mal überlegen, bevor die eine Sache anfangen. Weil der greift damit ein ganzes Land an, ein ganzes Volk.
Guck mal, alle die Leute, die hier schreiben, ja, der ist doch selber Afrikaner. Ja, der macht Witze, ja. Aber das sind Witze, die nicht gehen. Schon das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, denn man muss hier ganz klar den Kontext betrachten. Wenn ABK sich jetzt in dem Video wirklich durchgehend über Afrikaner lustig gemacht hätte, dann könnte ich diese Aufregung verstehen. Das Video muss man ja aber als Gesamtes sehen und es ist halt offensichtlich satirisch gemeint. Er hat sehr viele Jokes eingebaut, auch gegen andere Gruppierungen und auch gegen sich selber. Schwarzer Humor ist halt wie Beine, hat nicht jeder. Deswegen aber jemanden Rassismus zu unterstellen oder das darin sehen zu wollen, ist halt einfach komplett übertrieben. Manuelsen beschwert sich dann ebenfalls in der Reaction noch 3 oder 4 Minuten darüber, was wirklich Sinnvolles sagt er da aber nicht. Was ich lustig finde, über den Witz regt er sich wirklich minutenlang auf, gleichzeitig hat er vor ein paar Monaten aber noch einem bekennenden Neonazi eine unkritische Plattform gegeben. Genau mein Humor. ABK hat das Ganze natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat jetzt ein Antwortvideo darauf gemacht. Und Junge, hat er Manuelsen hops genommen. Er hat ihn mehr zerstört, als Bösemann das im Ring gemacht hat. Hier einfach mal 2 Clips. Und ich sag euch jetzt schon mal im Vorfeld, einer der dümmsten Reaktionen, die ich gesehen habe. Inhaltslose Scheiße. Zu beleidigen. Manuel hat gefühlt sein Leben lang Menschen bedroht mit Drücken und sonst was. Da musste der einmal was im Ring alleine klären und wird direkt schlafen geschickt. Da hat Manuelsen so K.O. gehauen, dass Manuelsen auf den Boden geklebt hat wie ein Klimaaktivist. Uff, Junge, Manuelsen so zu fronten, das muss man sich erstmal trauen. Also ich glaube, ABK ist bald ziemlich erledigt. Lustig, ja. Aber auch sachlich hat er Manuelsen komplett hops genommen, beispielsweise hier. Ich will nur sagen, dass dieser Junge hier, er ist mir letztens schon schief ins Auge gegangen. Und ich finde es eine Frechheit. Du solltest einfach mal darüber nachdenken, was du in der Öffentlichkeit von dir gibst. Ich finde dich Leute angegriffen und beleidigt. Junge, was hast du damals gesagt in deinen Audios, die geleakt wurden? Boah, das will ich nicht zeigen. Das will ich ehrlich nicht zeigen. Das will ich nicht, das ist schwiegend, Bruder. Was aufregen sollte, bisschen schwierig, meiner Meinung nach. Auch ansonsten waren die Argumente von Manuelsen nicht wirklich gut. Schaut euch dafür aber einfach das Video von ABK an. Das Video ist wirklich bombenstark, muss man sagen. Eigentlich wäre das Thema damit ja auch durch gewesen. Beide haben ihre Meinung gesagt, ein paar Witze gemacht und gut ist. Manuelsen hat aber wohl im Hintergrund versucht, schon alleine die Veröffentlichung des Videos zu verhindern und hat auch danach Leute geschickt bzw. beauftragt, um ABK irgendwie mundtot zu machen, wie Avirano auch in einem Video dazu am Anfang gezeigt hat. Mein Bruder ist fett voll bedroht im Hintergrund. Wirklich jetzt? Ja, man, eigentlich komische Leute sagen, die wollen mich ficken, wollen mich kaputt hauen und sonst was. Und diese Unterdrückerfilme feiere ich logischerweise einfach gar nicht. Als ich damals mein Video zu... Die letzten Worte von unserem Propheten waren, unterdrückt nicht und lasst euch nicht unterdrücken, Adreris. Und wenn ihr Unterdrückung seht, Adreris, dann müsst man dagegen vorgehen. Weißt du? Lasst niemanden... Wie steht's zwischen dir und ABK? Wir sind Freunde, Bruder. Wir sind alles cool, alles cool, alles cool. Aber hier muss man auch einfach seine Stimme auf Dingen so hoch machen. Und gerade wenn es so um Unterdrücken geht und Leute rufen einen an und so, Bruder, das funktioniert nicht, Bruder. Das funktioniert nicht, Bruder. Muss man ganz klar dagegen vorgehen, Bruder. Zu Manuelsen, wo ich das Bösemann hochgeladen habe, hat er mich irgendwie 1-2 Wochen später auch mehrmals angerufen und wollte, dass wir das klären und ich soll die Videos offline über ihn reden. Das Ganze habe ich logischerweise einfach nicht gemacht, weil ich lasse mich halt nicht unterdrücken. Er ist eine Person des öffentlichen Lebens und er selber hat ja auch auf diese ABK-Sache reagiert. Also hat ABK natürlich auch das Recht, seine Meinung in einem Video dann nochmal kundzutun und auch Witze über Manuelsen zu machen. So läuft das nun mal im Internet. Im Endeffekt möchte Manuelsen ja quasi, dass er reagieren darf und ihm auch Rassismus unterstellt und so weiter, das ist in Ordnung. ABK dann aber kein Recht darauf hat, ein Antwortvideo dazu zu machen, wo er die Sachen richtig stellt. Noch schlimmer finde ich das Ganze, wenn man sich überlegt, dass Manuelsen ja auch bewusst ist, dass sich ABK zu Hause um seine kranke Mutter kümmert. Es ist doch klar, dass sie das Ganze auch mitbekommt und dass das auch für beide Personen da einfach übelst der psychische Druck ist. Denn stell dir einfach mal vor, du hast deine kranke Mutter zu Hause und die muss sich dann wirklich jedes Mal, wenn du vor die Tür gehst, Sorgen machen, dass dir irgendwas passiert, weil dir irgendwelche Leute was antun oder irgendwelche Leute vor der Tür stehen, klingeln oder sonst irgendwas. Wenn du dich in die Öffentlichkeit begibst, und das machst du, du bist ja nicht mal nur Rapper, sondern du bist ja mehr normaler Influencer, Reaction-Streamer und alles, musst du halt auch damit klarkommen, dass Leute dich kritisieren oder sich im Rahmen über dich lustig machen. Tobias Hoch hat dann auf jeden Fall auch ein Telefonat mit Manuelsen geführt und da kann ich einen Punkt von Manuelsen aber tatsächlich verstehen. Aber manche Leute können das aber nicht ignorieren und wollen das auch nicht ignorieren, weil es weh tut, weil es schmerzt. Ich sag das nicht für Klicks oder für Reichweite oder damit ich jetzt tollen Content habe. Ich sage dir, es schmerzt.
Es tut weh, sowas zu hören. Ja, leider werden Ausländer und auch Schwarze in unserer Gesellschaft immer noch diskriminiert. Das ist absoluter Dreck, gar keine Frage. Und ich kann Manuelsen auch komplett verstehen, dass wenn man solche Erfahrungen immer wieder machen muss, dass man natürlich deutlich sensibler auf solche Witze reagiert. Und es zwingt dich ja auch keiner dazu, den Witz lustig zu finden oder den gut zu finden. Und du kannst dich ja auch darüber beschweren, dass du sagst, hey, ich finde den nicht so cool, weil ich halt Erfahrungen gemacht habe, wo Leute sowas vielleicht ernst gemeint haben. Deswegen ABK aber Rassismus zu unterstellen, ist halt einfach komplett drüber. Wenn du dich normal sachlich darüber echauffiert hättest, dann wäre das ja gar kein Problem gewesen. Aber die Reaction war halt einfach komplett drüber. Was ich daran auch so ein bisschen schade finde, der Joke hat wirklich niemanden interessiert. Die Leute haben das ABK-Video geguckt, haben vielleicht gelacht oder auch nicht, aber niemand hat da irgendwie Rassismus oder so. Ja, bin ich auch der Meinung, Adraris. Mama, ich weiß, was dich interessiert. Es ist hier so leicht, sein Gesicht zu verlieren. Zwischen Krise und Wohlstand, bra, wollte ich dir nur die Miete im Monat zahlen. Walla, mach para, inshallah, nützt das was? Denn ich fütter die Hand, die gefüttert hat. Ich hab auf die Chance nur gewartet. Rap la rue, ich komm von der Straße.